Galileo-Reporter Christian Karsch als Hochstapler. Er hat sich auf einer richtigen Hochzeit tatsächlich als Konditormeister der Hochzeitstorte ausgegeben. Das Brautpaar wusste nichts davon. Ich sage Ihnen, es sind Tränen geflossen und es waren keine Freudentränen. An ihrem Hochzeitstag überlassen Katharina und Ivan nichts dem Zufall. Gleich soll ein Star-Konditor die Hochzeitstorte präsentieren. Die Erwartungen sind hoch. Also für mich ist die Hochzeitstorte deshalb so wichtig, weil es geht weniger darum, wie sie schmeckt, sondern auch darum, was es fürs Auge ist. Was die beiden nicht wissen, der angebliche Profi ist unser Reporter. Und der geht im Auftrag von Galileo unter die Hochstapler. Aus Christian Karsch wird Christian Merz, Star-Konditor. Als Profi getarnt versucht er, eine vierstöckige Hochzeitstorte zu backen und echte Konditoren zu beeindrucken. Unsere Hochzeitstorte wird ja 36. Ich komme mit dem Rezept kaum klar. Ups, und am Ende muss er sein Werk dem Brautpaar präsentieren und sie begeistern. Als wir losgefahren sind, war doch alles noch in Ordnung. Ah, du. Tja, Hochzeiten gehen an die Nerven. Kann er als Konditor blenden oder sprengt er mit seiner Torte die Hochzeit? Aber von vorn. Damit das Experiment überhaupt gelingen kann, schicken wir Karsch zum Crashkurs. Konditormeister Sebastian Schäfer bringt ihm die Basics bei. Moin, Herr Schäfer. Hallo, Herr Karsch. Ich möchte eine Hochzeitstorte backen. Ohne Erfahrung, das ist ambitioniert. So sieht die Traumtorte aus. Vierstöckig, mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und aufwendiger Verzierung. Los geht's mit dem Boden. Grundlage ist ein Biscuitboden. Aus Eiern, Zucker und Mehl ist der Basisboden schnell und einfach hergestellt. Für Christian kein Problem. Anspruchsvoller sind da schon die Füllungen. Aus vier unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Zuerst die Sahnecreme. Damit die später nicht auseinanderläuft, darf Christian ja nicht die Blattgelatine vergessen. Dann die Buttercreme für die unteren Etagen. Wichtig für Christian zu wissen, Zucker und Ei verbinden sich besser, wenn er sie auf 85 Grad erhitzt. Beim Aufschlagen noch ein Tipp, um als Profi durchzugehen, Kessel sauber halten. Jetzt die eine Hälfte der Buttercreme mit Vanillearoma vermengen. Wichtig? Üblicher Anfängerfehler, dass nur gerührt wird, aber man sollte die Masse so unterheben. So entsteht eine gleichmäßige Creme. In die andere kommt Schokolade. So eine Schokolade hätte ich als Kind immer gerne gehabt. Ja? Erwärmen und ab zur Buttercreme. So weit, so gut. Letzte Hürde, die Dekoration. Dafür bekommt unser Hochstapler nochmal ein extra Intensivcoaching. Für den Überzug wird Fondant benutzt, eine Zuckermasse, die es so auch im Supermarkt gibt. Aber Vorsicht, die ausgerollte Fondantschicht niemals direkt auf die Sahneschicht, da Sahnecreme und Fruchtsäure das Fondant auflösen. Unter dem süßen Mantel also immer noch eine dünne Schicht Buttercreme zum Isolieren. Jetzt geht's ans Highlight. Für die Verzierung rosa Fondant ausrollen und mit einem handelsüblichen Pizzaschneider zu einer Bordüre zurechtschneiden. Der Hingucker der Hochzeitstorte? Zuckerrosen. Die einzelnen Blätter dafür muss unser Hochstapler aus flach gedrückten Kugeln formen. Jetzt drückt man das mit dem Handballen etwas flacher. Ist auf einer Seite dicker, auf der anderen Seite kann man jetzt schon annähernd ein Blatt erkennen. Oben wird es eng eingerollt und unten bleibt es breit. Die Grundform bildet hierbei die Knospe. Darauf muss Christian versetzt die weiteren Blütenblätter anbringen. Dass die so übereinander lappen. Die fertigen Rosen jetzt nur noch auf der Torte anbringen. Zum Schluss noch eine Verzierung aus flüssiger Schokolade. Fertig. So, das ist unser Ergebnis. Sieht gut aus, ja. Es war richtig viel Stoff. Wie würden Sie es denn morgen einschätzen? Ich denke, dass Sie auffliegen werden. Ich tue morgen mein Bestes, dass ich nicht in der Backstube auffall und vor allem nicht beim Brautpaar. In der Konditorei Kaufmann in Mainz wird sich herausstellen, ob unser Galileo-Hochstapler bei den echten Konditoren auffliegt. Nur die Chefin ist eingeweiht. Guten Morgen. Frau Frockert, nur Sie wissen Bescheid? Ja. Also die Kolleginnen und Kollegen, die denken jetzt, ah, da kommt jetzt ein Star-Konditor, der die schönsten Hochzeitstorten der Welt macht. Ja. Und der jetzt einfach vom Fernsehen begleitet wird. Ja? Genau. Die haben sehr hohe Erwartungen. Das kann ja heiter werden. Hallo. Das ist der Christian Merz. Ja, guten Morgen. Ich bin halt, manche sagen ja Star-Konditor, ich mag das nicht so, ne?
Trotz des bescheidenen Auftritts sind die Erwartungen hoch. Jeder hat andere Techniken und da bin ich schon gespannt drauf. Wenn ein Star-Patissier zu Gast herkommt in eine solche Konditorei, da hat man schon sehr, sehr hohe Erwartungen. Isabel steht dem vermeintlichen Star zur Seite. Selbstbewusst gibt er gleich Anweisungen. Ich bräuchte jetzt erstmal Vollei 4000 und Zucker 2000. Gewichtsangaben braucht ein Profi nicht. Er scheint den Backjargon drauf zu haben. Wie lange machen Sie das schon? Eigentlich nur die Ausbildungszeit und die Meisterschule. Achso, Sie haben den Meister schon gemacht? Ja. Könnte schwierig werden für unseren Hochstapler. Ist das eine Einkesselmasse? Ja. Wieso? Warum fragen Sie das? Wir machen das für üblich als Zweikesselmasse, mit Eiweiß aufgeschlagen. Ich wollte es einfach mit der Hand erstmal. Ach so. Und dann gehen wir zur Maschine. Oh oh, das kennt Karsch dann doch nicht. Jetzt muss er kühlen Kopf bewahren. Doch je mehr Zutaten ins Spiel kommen, desto unsicherer wird Christian. Und nicht jeder Handgriff sitzt. Jetzt muss das Mehl noch in die Teigmasse. Die Frage ist nur, wie? Auf die herkömmliche Variante? Was denn? Die nicht so zuschauerfreundlich. Welche nicht? Wie wollen Sie es denn anders machen? Gute Frage. Ja. Aber was ist das? Haben Sie denn nicht was, um zu rühren? So ein normaler Löffel, mit dem man es rühren könnte, der versinkt hier drin. Als sie den Arm komplett in den Teig eingetaucht hat, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist dann so ein Moment wie in der Kirche, ne? Du darfst nicht lachen, musst aber. Das Lachen vergeht ihm schnell. Das Brautpaar hat Änderungswünsche. Das möchte jetzt doch keine viereckige Torte haben, sondern eine vierstöckige runde. Wir möchten auch keine Etagere. Die Torten sollen direkt aufeinander gestapelt sein. Ich sehe da jetzt weniger ein Problem. Ja, das kriegen wir alles hin. Sicher? Ich komme mit dem Rezept kaum klar und dann soll ich jetzt noch eine Änderung machen. Fliegt Karsch jetzt schon auf oder kann er improvisieren? Unsere Hochzeitstorte wird ja 36, dann kleiner werden da oben. Genau. Auch wenn jetzt runde Tortenringe genutzt werden, läuft erstmal alles weiter nach Plan. Auch seine neue Kollegin schöpft noch keinen Verdacht. Also das ist erstaunlich bei den simpelsten Sachen, die man eigentlich jeden Tag macht, dass man da trotzdem noch was lernen kann. Bis jetzt fällt er also nicht auf. Die Böden sehen gut aus. Unser Hochstapler ist sichtlich begeistert von sich. Auch die vier verschiedenen Füllungen rührt er wie im Crashkurs gelernt. Jetzt muss aus Boden und Creme nur noch eine Torte werden. Hier kommen erste Nachfragen. Machen Sie das ohne Tränke? Ich wusste überhaupt nicht, was eine Tränke ist. Und dann habe ich halt einfach so improvisiert. Ob man das mit Tränke macht oder ohne, hängt ja oft auch von der Konsistenz halt ab. Und ich sage immer, wenn die Konsistenz in der Hinsicht passt, dass man sie, wenn man sie durch die Oberfläche besser abgedeckt bekommt, dann ist die Konsistenz meistens so, dass man die Tränke nicht braucht. Okay. Ja. Eine Tränke besteht meist aus Zuckerwasser und soll den Biskuitboden saftiger machen. Nächster Fauxpas. Er streicht die Sahnecreme viel zu dick auf die Böden für die oberen Etagen. Die Kollegen werden stutzig. Die Arbeit, was er macht, ist ganz anders, als wir es machen. Hier macht er einen Riesenfehler. Im Crashkurs hat er gelernt, niemals Fondant direkt auf die Sahneschicht, sondern immer eine Schicht Buttercreme dazwischen. Diese Torten sind für mich viel zu hoch und besonders Sahne. Das fällt alles auseinander. Und dann war ja noch was. Die Deko für die Braut besonders wichtig. Es geht weniger darum, wie sie schmeckt, sondern auch darum, was das fürs Auge ist. Beim Fondant muss es schnell gehen, sonst klebt's aneinander. Das klappt auch, mit kleinen Abstrichen ganz gut. Mit den Dekobändern hat Christian dank Stanzrolle keine Probleme. Aber ausgerechnet beim schwierigsten Teil, den Zuckerrosen, versammelt sich das halbe Team um ihn, um sich beim angeblichen Star-Konditor noch was abzugucken. Wie war das nochmal mit dem ersten Blatt? Also ich hatte es irgendwie vergessen. Fliegt er jetzt auf? Irgendwie haut's hin, auch wenn das Ergebnis im Vergleich etwas unförmig wirkt. Christian verkauft es einfach als Kunst.
Sie haben jetzt halt die geschlossene gemacht, ne? Ja. Die nicht ganz aufgegangen ist. Ne? Meine ist halt schon offener. Ne? Mhm. Aber das finde ich gar nicht schlecht, weil das ist ja, es lebe die Vielfalt. Ja? Und tatsächlich, seine Rosen werden immer schöner. Noch ein bisschen Zusatzdeko und ab auf die Torte damit. Kleines Highlight, ein sogenanntes Polstermuster, das er einfach in den Fondant einritzt und danach mit Zuckerperlen verziert. Doch die finale Herausforderung wartet noch auf unseren Hochstapler. Das Zusammensetzen der Torte auf der Hochzeit. Vorher klärt er schon mal seine Kollegen auf. Es ist mir echt ein bisschen unangenehm. Ja? Ich habe geschummelt. Ich bin kein Konditor. Ich bin eigentlich nur Reporter. War er überzeugend als Konditor? Ich war schon überrascht, dass er kein Konditor ist. Habe ich ihm eigentlich abgekauft. Dafür, dass er gar kein Konditor ist, ist es okay. Aber es ist jetzt nicht so die Überraschung. Wie stehen seine Chancen für die Hochzeit? Ich bin wirklich gespannt, wie die Leute reagieren. Ja. Das Hochzeitspaar kriegt einen Schreck, wenn sie ihre Torte sieht. Tag der Entscheidung, die Hochzeit. Noch eine gute Stunde, bis das Brautpaar hier ist. Ja, und bis dahin muss halt die Torte komplett stehen. Hm? Ob eine Stunde ausreicht, um die Torte zusammenzubauen? Das könnte knapp werden. Die ersten beiden Stockwerke passen schon mal. Alles scheint nach Plan zu laufen. Die ersten Gäste trudeln ein. Da sich ein Star-Konditor angekündigt hat, sind alle besonders gespannt auf die Torte. Es ist ein emotionales Highlight, absolut. Sie soll in aller Schönheit aufgebaut werden und dann kommt die große Überraschung. Doch dann gibt's für Karsch eine böse Überraschung. Was ist denn das jetzt? Als wir losgefahren sind, war doch alles noch in Ordnung. Das Fondant hat sich völlig aufgelöst. Und dann habe ich halt gedacht, dann lassen wir die wohl besser weg. Also den Teil. Ich glaube, die hatten ja 4 Stockwerke bestellt, ne? Können sie 3-stöckig machen, oder? Ist ja egal. Dann die nächste Katastrophe. Auch bei der kleinsten Torte ist das Fondant zerlaufen. Sein Fehler, keine Buttercreme zwischen Sahne und Fondant. Das rächt sich. Das war halt der Moment, wo ich erst gedacht habe, das war's. Ja, jetzt können wir einpacken und heimfahren. Ausgerechnet jetzt erreicht auch das Brautpaar die Party. Und das will jetzt die Torte anschneiden. Das ist ein Highlight. Und es geht weniger um das zu essen, sondern eher um das zu sehen und das Anschneiden. Das ist die Tradition. Ich bin schon sehr gespannt. Christian ist total verzweifelt. Kann er überhaupt noch was retten? Kurzerhand entscheidet er, 2 Stockwerke müssen reichen. Aber ob sich das Brautpaar damit zufrieden gibt? Man muss sich vorstellen, ich präsentiere jetzt vor knapp 100 geladenen Hochzeitsgästen jetzt diese Torte. Da willst du nicht rausgehen. Nicht mit der Torte. Tja, die Torte muss aber raus, denn alle warten schon gespannt auf das Kunstwerk des angeblichen Star-Konditors. Ich weiß, dass das ja der wichtigste Tag eigentlich im Leben ist. Ja? Und da habe ich wirklich, das muss ich so sagen, die schönste Torte meines Lebens gemacht. Die Hochzeitstorte! Begeisterung sieht anders aus. Wir hatten eigentlich 4-stöckig. 4-stöckig, ja, wir hatten halt zu starke Temperaturen. Wir mussten 2 leider entfernen. Es waren halt nur noch 2. Aber die waren ja auch schön dafür. Aber es geht noch schlimmer. Katharina mit K. Bitte? Ich bin rein mit C geschrieben. Man sollte, wenn man den Namen des Brautpaares schreibt, den auch richtig schreiben. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt. Höchste Zeit aufzulösen. Ist das, was ich jetzt sagen muss, wirklich schwer für mich. Diese Torte wurde nicht von einem Konditor gemacht. Ich bin eigentlich von Galileo ein Reporter. Doch weil wir niemandem den schönsten Tag im Leben versauen wollen, haben wir ohne Christians Wissen noch eine Traumtorte beim echten Profi bestellt. Das fand ich natürlich sehr clever von euch, dass ihr da noch eine echte Torte dann hattet. Das war natürlich eine große Erleichterung für mich, aber vor allem auch für das Brautpaar. Hochzeit nochmal gerettet. Er hat es gut gemacht für seine erste Torte, aber bitte nicht für eine Hochzeit. Für einen Laie, der da gar keine Ahnung hat, super. Also mein Fazit, beim Backen hat es ja noch halbwegs funktioniert, aber sobald es irgendwie Änderungswünsche gibt oder dass man sich auf eine neue Situation einstellen muss, dann hat man als Laie überhaupt keine Chance, weil einem einfach die Erfahrung fehlt.